Freunde, neue Speicherdatei. Braucht man keine Kassetten mehr oder so Farbbänder? Geil wäre, wenn man noch so Kassetten finden müsste, so wie früher in den Resident Evil Teilen, dass man speichern kann, so als Hardcore-mäßig so. So, jetzt haben wir gespeichert. Ich check noch mal eben, ob der Stream läuft. Warte mal eben. Oh Gott, Freunde. Oh Gott, Freunde. Hallo und willkommen zu Let's Play Live schon alle, die da sind. Ich grüße euch. Ich bin noch am Leben. Ja, ich hoffe, man hört mich auch gut. Die Kerze brennt noch. Alles gut. Super. So, dann kann es ja, würde ich sagen, weitergehen, ne? Ich würde sagen, dann kann es jetzt auch freundlich, nicht neu starten, wieso neu starten? Dann kann es jetzt auch weitergehen. Ich richte nochmal eben hier alles ein. Warte mal eben. Ich muss mal eben kurz gucken. Ah, wenn einmal die Brille nicht richtig sitzt, dann muss er. Das Problem ist, mir juckt doch gerade mein Auge. Warum auch immer. So. Freunde, wir sind im Haus. Endlich. Ich kann natürlich den Chat nicht lesen. Ich hoffe, meine Moderatoren passen so ein bisschen auf den Chat. Falls da einer irgendwie großartig Humbug schreibt. Hallo. Ich bin sehr mutig, fällt mir gerade auf. Ich bin ganz tiefenentspannt. Das ist immer noch den Zettel, den wir kennen. Naja. 2 Jahre vermisste Person, bla bla. Oh, mir hat mein Auge. Das kann mir nicht verwendet werden. Kommt jetzt wieder die Puppe um die Ecke? Ich frage mich, was wir jetzt hier drin finden, weil die Videokassette haben wir ja schon, ne? Ja. Ah, so. Da steht bestimmt hinter mir einer, oder? Ich bin ja. In Horrorfilmen ist es ja auch mal so. Da sind die Leute immer so neugierig. Ne? Bin ich auch gerade. Was ist denn hier? Komme ich hier raus? Oder sterbe ich jetzt hier? Freunde, hier ist der Ausgang. Kann ich raus? Na, war klar. Boah, wie mies das jetzt wäre, wenn er auf einmal da gestanden hätte. Oder, boah, ich warte nur darauf, dass der Baker gleich hier angerannt kommt. Ich warte nur darauf. Das kann doch nicht mehr lange dauern, oder? Das war doch jetzt alles nur Vorgeplänkel. Ernsthaft? Das ist doch alles nur Vorgeplänkel. Das ist doch nie im Leben so. Alter. Mia, hör auf damit. Mia, ich kenne jemanden, der heißt Pia. Der würdest du dich bestimmt gut verstehen. Ich will da gar nicht um die Ecke gucken. Freunde. Was war das? Ach, du heiliger Strohsack. Oh, warum tue ich mir sowas eigentlich an immer? Warum tue ich mir sowas eigentlich immer an? Ach, ich muss ja die Sicherung reinsetzen. Ich bin so schlau. Oh Gott. Nein, nicht rennen. Bist du bescheuert? Ich frage mich, wie hieß sie nochmal am Telefon? Wie hieß sie denn nochmal am Telefon? Die Tante. Ich habe deinen Namen vergessen, verdammt. Chantal? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Der kommt doch jetzt bestimmt, ne, oder? In der Demo war es so, der lief da an der Tür vorbei. Freunde! Hallo! Warte mal eben. Sicher ist sicher, ne? Das Problem ist. Alter! Alter! Hast du einen Arsch offen? Du hast irgendwas in der Hand. Hau ab! Was? Hast du einen Arsch offen, Alter, mich so zu erschrecken? Bist du bescheuert? Ich. Hast du einen Arsch offen, Alter? Was?
What the fuck? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Alter! Was? Wo ist die Axt hin? Wo ist meine Axt? Ernsthaft? What the fuck? Meine Hand. Da hilft auch kein Erste Hilfe. Oh, ich habe meine Hand. Kann ich damit den Puppenfinger jetzt anklemmen? Alter, da hilft auch kein Erste-Hilfe-Spray mehr von Resident Evil. Definitiv nein. Da ist, ich würde sagen, da ist vorbei. Alter, die blöde Kuh. Kommt die mit einer Kettensäge? Will die mich verarschen? Alter, wo habe ich mich erschrocken gerade? Ich habe mich gerade erstmal nach oben geschraubt, ohne Spaß. Alter, Knopf drücken geht ja noch mit einer Hand. Kannst du nur noch High Five geben? Kann ich speichern? Ich speichere nochmal eben. Freunde, ich speichere nochmal. Alter. Oh. Oh, Freunde. Kommt die mit der Kettensäge an? Ja. So. Ja, ich bin hier in der Besprechung. Alter, die blöde Mistkuh. Die hätte mir ja mal die Kettensäge geben können. Da hätte ich dir mal gezeigt, was ich damit mache. Alter, das geht gar nicht. Das hat tolle Bild da hinten noch. Warte, ich guck mal eben. Ja, das existiert immer noch. Okay. Alter, hilft auch keine Erste-Hilfe-Dings mehr hier. Das, was wir gerade benutzt haben, da dieses Erste-Hilfe. Die Erste-Hilfe-Suppe, die hilft da bestimmt nicht mehr, wenn die da drüber gießt. Oh, die Tür. Ist das wieder so eine gemeine Tür? Ich kann mich entsinnen, hier stand ein Telefon. Und Puppen. Wo sind die Puppen hin? Wo ist meine Axt im Übrigen? Ah, die Tor. Warum hat er sich vorhin nicht mit der Axt gewehrt? Ich verstehe es nicht. Und hier liegt Pistolenmunition. Nein, eine Knarre. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Oh Gott, ich werde so sterben. Ich werde so. Okay. Ich glaube, wir müssen anders diesmal in den Raum. Gibt's hier. Boah, Alter, verlieren wir erstmal voll die Hand. Ich komme mir gerade vor wie bei Outlast. Ich meine, gut, da haben wir nur den Finger verloren. Das ist halb so wild, ne? Aber hier gleich die ganze Hand. Das ist schon so, puh. Da ist 5 gegen Willi nicht mehr so aktiv, würde ich sagen. Das kannst du nicht mehr mal machen. Und ich glaube, Computerspielen ist dann auch nicht so Gentleman-like mehr. Warte mal, Pistolenmunition nehme ich mit. Warte mal. Unterm Bett lag auch mit. Mich verlassen die Wörter, weil ich Angst habe, hier weiterzugehen. Ja, Alter. Wieso leuchtet das denn hier so komisch? Ach, guck mal, das ist die Lampe, die im Flur stand in der Demo. Kann das sein? Wo die wildesten Theorien, ja. Da waren die wildesten Theorien im Internet. Man sollte den Puppenfinger auf die Kamera, auf die Lampe zeigen, dann wird der Puppenfinger schmelzen. Kann ich mich noch entsinnen. War so gewesen. Kann ich hier raus? Oh, oh. Ich werde... Ah! Alter! Pack die Knarre aus! Nein! Pack die Knarre aus! Wo ist die Knarre? Lad nach, Alter, lad nach! B!
Finish him! Oh, warte, lass mich, Alter! Oh! Alter, mitten ins Gesicht, willst du mich verarschen? Ich bin tot, ich werde so sterben. You are dead. Hey, ich bin das erste Mal gestorben. Juhu, freu mich. Alter, was ein Final Boss? Mia bekämpfen. Mia ist gefährlich, wenn sie durchdreht. Sie müssen mit allen Mitteln aufgehalten werden. Aha, nachladen. Drücken Sie 4, um nachzuladen, aber Vorsicht, beim Nachladen sind Sie nicht gerade gegen Angriffe geschützt. Ja, das ist mir gerade, habe ich gerade gesehen. Kampfgrundlagen. Halten Sie vom Gegner Abstand und zielen Sie auf den Kopf, um maximalen Schaden zu... Ja. Muss ich jetzt... Ah, ich muss die Pistole wieder aufnehmen, okay. Also, wissen wir ja schon mal, die kommt oben durchs Fenster. Ja. So. Okay. Dann wollen wir mal. So, Freunde. Ich würde sagen, mir Runde 2. Ich hole noch eben die Pistolenmunition. Gibt es noch mehr Munition? Bevor ich jetzt da oben an das Fenster klettere. Warte mal. Die kommt doch wahrscheinlich erst, wenn ich da oben dran gehe, ne? Oder? Warte mal, liegt hier wieder irgendwas? Nein. Von da oben kommt die. Und ich weiß ganz genau, warum die das so gemacht haben, dass sie von da oben kommt, weil wenn du die Demo gespielt hast, gehst du automatisch dahin, weil du weißt, da war der Ausgang. Genau deswegen. Verdammt, ich bin das so gewohnt, dass da... Oh, hier ist noch mehr Munition. Gut. Okay. Freunde, 32 haben wir im... Kann die durch Türen gehen? Weiß das einer? Ich werde das mal so zielen, ne? Boah, ich muss das erstmal... Das ist gar nicht so einfach. Man muss erstmal mit dem Kopf musst du erzielen. Geh runter. Alter, wehr dich doch! Flix, was machst du denn? Nimm den Tod. Alter, nimm die Säge. Nimm die scheiß Kettensäge. Nimm die scheiß fucking Kettensäge. Ja, hilft bestimmt mit so einem Stummel. Alter, warum nimmt er jetzt nicht die Kacksäge und zersägt sie in tausend... Ich würde die in tausend Stücke sägen. Und... was? What the fuck? Ich habe Arbeit zu erledigen? Was für eine Arbeit? Ich bin doch... Haben die mir jetzt ernsthaft eine Hand wieder angetackert? Habe ich das richtig gesehen? Boah, diese Kerze, ne? Boah, boah. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia?
Mal, wenn man ihm unter die Nase reinfällt. Nimm das den Weg. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Ich hab keinen Hunger. Ich hab keinen Hunger. Ich hab keinen Hunger. Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Alter! Die Stimme von der alten Krane. Er ist nicht! Entschuldige, ich muss so lachen. Ohne Spaß, die Stimme ist so geil. Was kann ich denn hier? Kann ich... Wow. Was ist mit der Oma? Lebt die? Die haben wir ja auf dem Foto schon gesehen, ne? Oh Gott. Die lebt, die ist blind, glaube ich. Kann das sein? Alter. Das ist mein Tisch, ja. Da würde ich auch gerne mal dran sitzen und essen. Oh Gott, Freunde. Ich glaube, jetzt geht erst das richtige Spiel los. Cooles Wohnzimmer. Was ist das denn? Nikos Hardware. Säge 24,99. Aha, einmal. Seil viermal. 34,79. Aha, Tierhalsband. Mhm. Netto, Steuer, Brutto. Krass. Dann hier, haben die jemand drin? Was steht da? Kohnbad, aha. Was steht da? Foto. Bummal. Was? Keine Ahnung. Killet him. Ah ja, killet him, ja. Killefick. Ich geh mal in die Küche. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Also zumindest, ich trau mich mal. Ich hab ein bisschen Schiss, muss ich sagen, hier rumzulaufen. Mm, mm. 25. April, männlich, 30er, schlank, Gumbo. 13. März, weiblich, 50er, fleischig, was? Satue? Okay. 30. Juni, männlich, 20er, beliebt, Barbecue. Boah, Alter, ernster essen die Menschen. Boah, Alter. Warte mal, da war noch was. Warte, da war noch was. Warte, da war noch was, glaube ich, oder? War da noch was? Ach nee, es leuchtet nur so komisch. Boah, ernsthaft, essen die Menschen. Boah, Alter. Boah, wie das stinkt hier. Was habe ich denn jetzt? Ich habe irgendwas aufgenommen. Was ist das denn? Kraut, eine Pflanze mit vielen wundheilenden Naturnährstoffen. Stellt beim Verzehr eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Ach, hier ist unsere Uhr. Boah, guck mal, die haben den Arm wirklich angetackert. Ach du Erlebnis. Boah, weißt du, was für Schmerzen das sein müssen? Nee, da will ich noch nicht. Da will ich noch nicht lang. Ich gucke mich erstmal hier um, weil ich vermute mal, hier wird wahrscheinlich noch nicht viel passieren. Freunde, heute werde ich nicht alt. Freunde, heute werde ich definitiv nicht alt. Da ist nichts drin. Da ist gar nichts. Da ist eine Uhr. Wir haben es 21:45. Ich glaube nicht. Okay, kann ich irgendwas... Hier fehlt, glaube ich, ein Pendel, wenn ich das richtig sehe. Da müssen wir irgendwas... Oh, ist das das erste Rätsel? Oh, feier. Ich bin auf die Rätsel sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil, die Resident Evil Rätsel aus dem ersten Teil, die waren immer so geil und so kultig. Ich habe Angst, dass der jeden Moment durch die Tür braust. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dulwey
preiste und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andrew Stickland und Clancy Yeavis. Die drei produzierten Video für das Internet und waren auch nach Dulwey gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Ja, das haben wir ja im Video gesehen, wo die sind. Habe ich die... Wo ist mein... Okay, wir haben keine Waffen mehr. Oh Gott, Freunde. Freunde. Und diese Kerze, ne? Also ich werde, glaube ich, nicht versuchen, durch diese Tür zu gehen. Da habe ich ein bisschen Schiss. Ich guck mal, wo geht's denn hier lang? Die geht auch offen. Alter, was? Wo bin ich denn hier? Oh nein, ich werde erstmal... Warte mal, ich gehe mal in den anderen Raum. Der sah so verschlossen aus. Oh, was ist das denn? Oh, ein Springerstiefel. Juhu, der mit der Größe kann ich gar nicht erkennen. Was steht da? Was? Eveline. Eveline. Aha. Mhm. Die Eveline. Hier ist eine Falltür. Die kriege ich aber nicht offen. Mhm. Das Geräusch gerade. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Wahrscheinlich nicht. Irgendwie so ein Schlammgeräusch. So. Das ist sehr, sehr beruhigend. Sehr, sehr beruhigend. Sehr, sehr. Es sieht so ein bisschen förmlich danach aus. Hier so zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier. Verstehst du? Sieht so ein bisschen danach aus, als könnte man hier irgendwie sich verstecken. Die Frage ist, wie schnell komme ich dann in die Räume rein? Weil ich muss zweimal... Oder warte mal, geht das auch so? Ach, das geht auch so, okay. Puh. Oh. Nach oben geht schon mal nicht. Was war das denn? Oh Gott. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, das geht. Bisschen aus wie der Resident Evil Gedächtnisflur. Mit den Fensterchen, wo die Hunde dann reinstürmen und reinspringen. Ah, die Garage. Nein. Ach so, das geht nicht offen, weil wir keinen Dietrich haben. Boah, es ist dunkel. Haben wir keine Taschenlampe oder so? Meine Fresse, wie detailliert das ist. Krass. Ich gehe mal in die Garage. Oh, warte mal. Kann ich zuschlagen? Sieht sehr zerbrechlich aus. Vielleicht kann man sie mit etwas zerstören. Ja, wenn ich eine Axt hätte. Vielleicht finden wir in der Garage ja... Garage, toll. Vielleicht finden wir in der Garage ja eine Axt, die wir gebrauchen können. Vielleicht werden wir aber auch Besuch bekommen. Ich habe keine Ahnung. Hm. Hallo. Was ist das denn für eine Garage? Es ist mit einem Klebeband gesichert, mit dem... Was? Mit der Hand nicht entfernt werden kann. Ah ja. Das mit der Hand nicht entfernt werden kann. Du hast doch... Ah ne, hat er ja gar nicht mehr. Ich dachte, wir haben noch den Bolzenschneider. Den haben wir ja gar nicht. Na gut. Ich würde sagen... Dann gehen wir mal den Flur entlang. Da oben steht noch ein hübsches Sofa oder ein Sessel. Ich weiß gar nicht. Was ist das denn?
Sieht aus wie... Aha. Wie cool ist es mit VR, dass man so gucken kann. Da hinten steht, glaube ich, noch so ein, ich glaube, so ein Wohnwagen oder sowas. Oh Gott. Alter, Alter, der kommt. Alter, der kommt, ohne Scheiß. Alter, der kommt. Alter, der kommt. Mich nicht. Ich habe Angst nach dem, was der mit uns macht, wenn er uns erwischt. Wir müssen ja den Flur entlang. Das Problem ist, der läuft ja da. Ist der weg? Du kannst dich nicht verstecken, Junge. Sind das jetzt alle, die uns suchen, oder ist das nur er? Hm, was haben wir denn hier? Half was? Wohl. Flur, okay. Ich warte noch mal ganz kurz. Ich hab so einen Schiss, ne? Ohne Spaß. Das war Weltspaß!